Ja, das ist Mutterstadt. Wir sind wieder mal auf der Suche nach der geilsten Stadt vor der Schweiz. Heute haben wir die Ausfahrt verpasst und sind darum in Thun. Das ist Mutterstadt. Bei uns geht es um drei Sachen: Herz, Hirn und Bauch. Machen wir mir etwas Cooles, geben wir etwas zu essen und ich teste das Brain ein bisschen am Schluss mit einem kleinen Quiz. Wenn du Bock hast, dass zum Beispiel Thun gewinnt, dann share die Folge, weil pro Share, die du machst, gibt es einen Punkt dazu für Thun und am Schluss von dieser Staffel bekommt die Gewinnerstadt eine richtig geile Party auf die Kosten von SRF Virus. So, was mir jetzt noch fehlt, ist ein doper Mensch, um mir die dope Stadt zu zeigen. Mein Name ist Marco und Thun bedeutet für mich eine nice Homebase, wo ich immer wieder sehr gerne zurückkomme. Es hat hier die besten Leute und es ist ultra gemütlich. Marco, danke vielmals, dass du Zeit nimmst, mir ein bisschen Thun zu zeigen. Wir sind hier am Tor zum Berner Oberland. Wie verschlafen und bünzlig ist es? Ja, sicher ein bisschen verschlafen, aber im Fall nicht so bünzlig. Was ist unbünzlig? Ja, so Leute wie ich zum Beispiel, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Safeness. In meiner Erfahrung haben Jugendliche in der Schweiz viel mehr Scheiß gemacht in ihrer Jugend, wenn sie auf dem Land oder in kleinen Städten aufgewachsen sind. Was ist das Schlimmste, was du geboten hast? Ja, also ich persönlich finde es nicht so schlimm, aber ich habe mir Telefonvorwahl von Thun tätowieren. Ja, medium schlimm. Medium Gangster. Und was machst du mit mir heute? Wir gehen Musik diggen und hören. Sehr entspannt, das passt in meinem Samstags-Vibe. Gehen wir diggen. Hey, Marco, wo sind wir da? Wir sind im Zickzack. Was ist das? Das ist ein richtiger Plattenladen. Ein richtiger. Was macht ihn richtig? Es hat Platten. Hey, hey, schwöre, ich bin Ghost. Schwöre. Mann, du siehst mich und hörst meine Kohle. Hey, ich schwöre bei deiner Frau. Ja, du siehst es, aber du hörst meine Kohle. So, wir sind im legendären Mokka in Thun. Danke, hast du mich hierher geschleppt. Was ist es alles? Es ist ein hure crazy Planet, aber es ist auch Konzertlokal, Club und es ist wirklich eine Institution. Ich merke es, ich schmecke es. Es hat so die besten Charakteristiken von einer Bar und einem Räumchen ohne die unangenehmen Gerüche, aber mit einer Note von Authentizität. Bro, reden wir kurz über die beiden Platten, die wir gekauft haben. Kannst du die mal aufheben? Wir haben hier Lagwagon mit Railer. Was waren unsere Kaufgründe gewesen? Es gibt eigentlich nur einen, das ist das Cover. Also, das ist ein Dude drauf mit Rollerblades. Ein Muss. Da sind wir jetzt eher bei den Titeln gegangen. Rauchen mit Gartenzwerge unter die Erde. Mit so fantastischen Titeln wie Schwengelstrand Nordostdeutschland. Enough said, zocken wir doch ein bisschen und hören ein bisschen Musik. So, wir haben jetzt geschlossen mit dem. Das war ein Fehlkauf. Wir haben jetzt da, das da vor uns. Und wenn jetzt da irgendetwas anderes außer sündlastigen 80s Pop drauf ist, dann werde ich sehr hässig. Es ist nicht Sündpop. Hörst du das? Lagwagon. Bro! Es hat mich ein bisschen. Es hat mich ein bisschen. Ach komm. Punkt's noch ein bisschen. Spielen wir noch ein bisschen. Isn't it rich? Isn't it queer? Maybe next year. Wir haben einmal einen richtigen Scheissdreck und einmal so halb Scheiße. Es war so schlüpfig und es hat Melodien. Also mir hat es wieder voll gefallen, die Zeit jetzt mit dir im Mokka, aber Bro, I's hungry. Wo gehen wir dir, was gibt's? Wir gehen in die Afro-Bar. Da gibt es eritreische Spezialitäten. So, wir sind hier in der sehr schwer auffindbaren Afro-Bar in Thun. Bro, wieso sind wir da? Was gibt's da? Ja, wir sind hier, weil wir sie mega cool finden. Und wir werden hier Injera essen. Das ist eine eritreische und äthiopische Spezialität. Und ich habe es noch nie gehabt. Und wieso Thun als Stadt für Menschen, die vielleicht nicht mad viel Cash haben zum Ausgeben? Ja, es gibt so ein paar Schuppen, die sehr teuer sind, aber es gibt dann auch so wunderbare Sachen wie hier. Und das ist, glaube ich, schon recht cool. Geil, let's eat. Ich habe keine Ahnung, was es gibt. Black Magic, so epic. Black Magic, Black Magic.
So, ich habe jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben Injera gegessen. Man muss an dieser Stelle sagen, das ist mit der Hand. Du grabst so ein Piece von dem Pancake. Das ist ähnlich wie ein Pancake, das Ding da. Es ist sehr luftig. Es hat so ein Blösli drin. Vom Geschmack her jetzt nicht mega krass gewürzt. Es ist wie so dein Brot, dein Starch, um das zu konsumieren. Dann haben wir da Rindfleisch, leicht scharf, mit ein bisschen Zwiebeln. Der Taste ist wirklich on point. Ich bin nicht am Explodieren von 1001 Gewürz. Es ist relativ simpel gewürzt und das gefällt mir eigentlich recht gut. Es macht mich einfach glücklich. Ich habe einen kleinen Kater und das ist genau das, was ich jetzt essen will. So, wir haben gegessen, wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Danke vielmals für das schon mal. Ich fange mit dem Essen an. Ich habe mit den Händen müssen essen. Das habe ich noch nie gemacht, so in diesem Rahmen. Ich habe getastet, was ich noch nie getastet habe, 7 von 10 Punkten. Das ist fair. Nachher, wir sind zusammen gegangen, wir sind ins Mokka gesessen, bin ich auch noch nie gewesen. Ich bin ein Virgin. Gebe ich einem mehr 8 von 10 Punkten. Also 15 gesamthaft. Du kannst Kopf rechnen, Bro! Lass jetzt, wir machen jetzt ein kleines Quiz. Jede richtige Antwort, die du gibst, multipliziert die 15 Punkte. Bist du ready? Eigentlich nein. Ja gut, dann machen wir es. So, wir sind wieder mal auf einem Boot. Einfach wegen geilen Wetter haben wir gefunden, der Schlitt. Let's go. Sind wir ready? Es geht los in 3, 2, 1. Postleitzahl von Thun. 3600. Wie tönt die Hupi von einem Flugzeug? Was geht 5 mal 100 plus 222? 722. Hauptstadt von Obwalden. Obwalden. Sarne. Sarne. Welches ist dein Lieblingswort? Pablo. Stopp. Wir machen wieder weiter mit dem Quiz in 3, 2, 1. Welches ist die beste Stadt der Schweiz? Thun. Der beste Partytanz? Stopp. Du hättest Zeit, außerhalb des Zeitlimits den besten Partytanz aufzuführen. Wirklich? Ja, aber wenn es der beste ist, gibt es den Punkt. Okay. Also wir sind außerhalb des Zeitlimits, aber das ist... Was soll ich machen? Go! Achtung, twerken! Ist gut. Geht der Punkt, das war der beste Partytanz. Wir machen wieder weiter in 3, 2, 1, 0. Wie heisst der See, wo wir gerade drauf sind? Thunersee. Was für eine Narbe hat der Harry Potter? Eine Kopfnarbe. Zickzack. Hauptstadt von Australien? Canberra. Wie viel Fläche hat der Würfel? Bro, du hast einen kleinen Punkterekord geholt, da gerade in diesem Quiz. 10 Punkte. Gee, bist du stolz auf dich? Mega, mega. Für das ich so Angst hatte. Das sind 10 mal 15 von der vorhergegangenen Runde. Das ist relativ einfach. Das geht. 150. Du hast offiziell 150 Punkte für Thun geholt. Wenn du an dieser Stelle findest, Thun hat noch mehr Punkte verdient, dann share die Folge da pro Share, die du machst. Bekommt Thun einen Punkt dazu. Und wenn Thun am Schluss der Season dann die Staffel gewonnen hat, gibt es eine nice Party auf unsere Kosten. Mein Name ist Pablo. Ich habe fertig gearbeitet. Die letzten 15 Sekunden gehören dir. Ja, nice. Herzlichen Dank, Pablo. Geil, wie du es machst. Wirklich wunderschön war dieser Tag. Und dir, ja, teilt den Scheiß. Zeigt Amore für 033, weil wir eine Party auf dem hier sein Ecken. Und ja, bis bald. Adieu. Immer busy wie ein Präsident. Du kennst mich, kennst mich, kennst mich, kennst mich. Aber Digga, was muss sein? Renni, 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 renni.